Hallo Leute, Programm ist abgestürzt. Leider habe ich da kein Safe Game. Jetzt habe ich mein Safe Game gemacht. Und die Datei ist beschädigt, sodass die nicht mehr nutzen kann, die Fraps-Datei. Ja, was kann ich euch sagen? Wir sind hier zwischengefahren und haben hier eigentlich bloß die Basis zerstört. Mehr ist eigentlich nicht passiert. So viel war gar nicht an Gegenwehr. Wir haben hier noch die Overlords, die ganz gut sind. Wir haben auch Blackbot mit hier hingeschickt, die ja total unsichtbar ist und auch nicht erkennbar ist. Zusätzlich kamen die hier noch an mit irgendwelchen Einheiten. Ich habe hier Raketenbuggies gemacht, weil ich erstmal mit normalen Panzer hier angekommen bin. Und die normalen Panzer wurden erstmal ordentlich dezimiert von der Verteidigung, die hier stand. Die wurde aber jetzt wieder zunichte gemacht mit Hilfe von ja, dem Scud-Sturm. Den unnatürlich starken Superwaffen. Und wo haben wir denn nochmal die Flugdinger gehabt? Wie gesagt, ich will nicht unbedingt von Flugzeugen angegriffen werden in der Zwischenzeit. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Und da will ich die Atomrakete empacken. Ja. Ist jetzt nichts, worum ich mir Sorgen machen müsste. Super. Okay, und die Raketentypen habe ich eigentlich zu hier gepackt. Das ist natürlich um Verteidigungseinheiten Sachen zu zerstören. Einheiten. Ah, ich liebe es. Okay. Und hier oben haben wir noch eine Verteidigung. Die würde ich damit mal kurz zerstören und auch generell, um Verteidigung reinzukommen. Da oben haben wir die Kollegen. Kurz eingreifen. Wow. Die müssen wieder so nah fahren, dass sie getroffen werden. Das ist typisch. Gut, ihr seid drei. Vier seid ihr. Und ich will mal kurz mit Blackbot hier vorschicken. Müssen aber aufpassen, hier sind überall Sprengfässer. Blackbot kann, soweit ich weiß, ja auch unsichtbare Einheiten sehen, oder? Aber nicht, dass die zu einer irgendeiner Stingerstellung kommen. Stinger. Eine Stingerstellung. Okay, scheint erstmal nichts weiter zu sein. Nee, erstmal könnt ruhig ihr vorfahren. So, das ist mal zerstört. Genau, hier noch gleichzeitig Stingerstellung. Greife, passt auf, dass ihr nicht von der anderen Stingerstellung erwischt werdet. So, Blackbot. Da haben wir zum Beispiel welche noch. Gut, achten wir mal drauf. Wie das Flugzeug haben wir zerstört. Ist hier immer die größte Schwäche des Raketenfahrzeuges. Aha. So. Hier drüben haben wir auf jeden Fall noch Gegner. Grand Canyon, okay. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass die hier aktiv werden. Ah, Infiltrator. Nein. Unser Scud-Sturm ist bereit, General. Wohl ein bisschen kann es mal vorgehen. Damit wir den sehen. Das nervt ein bisschen. Wenn nicht, müssen wir den Scud-Sturm nutzen. Oder irgendwas anderes in der Richtung. Der wurde vernichtet. Okay. Weil der Infiltrator sonst mich platt gemacht hätte. Das ist sowas wie ein Scharfschütze. Und weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Einheit verloren. Verdammt! Wie
Ich will mein Blackboard zurück. Die ist toll. Mal gucken, ob wir hier einfach vorbeikommen. So, die sind erstmal abgelenkt, da würde ich behaupten. Ihr könnt mir behilflich sein. Warte mal kurz. Du bist da? Wir haben auch keinen Helix hier, oder? Kein Booker hier. Ja, doch! Was? Ich höre. Rein mit dir. Du wirst per Luftpost verschickt, meine Liebe. Was haben sie für mich? Ihr habt ja trotzdem im Bunker, könnt ihr ja nur rausschießen, die Einheiten. Ist da unten so. Irgendwas? Hätten wir auch mal vielleicht machen können. Damit ihr das jetzt mal sehen können. So. Wie weit kannst du eigentlich schießen? Ah, dann greif wenigstens hier an. So, Scudsturm ist natürlich bereit, dann werden wir uns da mal drum kümmern. Zum Beispiel, indem wir hier die ganzen Kraftwerke mit zerstören. So viele sind ja eigentlich gar nicht. So, unser Scudsturm ist unterwegs. Gott! Was ist denn hier noch alles? Wie lauten Ihre Befehle? Hier ganz komplett ignorierte Gebäude. Würde ich mal hier sagen. Einnehmen. Helix klar zum Gefecht. Das Gebäude gehört uns. So, ich sehe hier noch irgendwo ein unsichtbare da. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Atomrakete ist auch bereit. Na, dann behaupte ich mal. Die passt hier ganz wir gut rein. Boah. Okay, wo ist Blackbird? Da. Ich höre, das dauert nicht lange. Unsichtbare Einheiten in hier? Ja, da. Ja, was? Dadurch kriegt man ja auch schöne Erfahrungspunkte. IBG-Stützpunkt neutralisiert. Zerstören Sie jetzt die Basis der WA. Auf zerstören will ich das unbedingt. Seitdem wir wollen die WA demütigen. Auch eine Idee. Ja, du triffst ja gar nichts. Lass das. Stopp. Wir werden uns mal was kümmern. Ich werde auch mal kurz speichern. So. Wie lange läuft die denn bitte schön? Ah, komische Hügel hier. Schön an den Overlords vorbei. Das wird ein Spaß. Ihr werdet mal gleich was sehen. Frag mich nur, warum das hier grün ist. Das ist so richtig grün. Wenn nicht, müssen wir da mal einen Feuerbefehl machen, wenn das immer noch als Einheit zählt. So, kommt der nun mal endlich? Ja, wird angegriffen. Komm, schmeiß die Bombe noch. Einheit verloren. Yep. Und? Booms! Alle Flugzeuge zerstört. So, dumme Rangers. Gleich mal platt machen. So, Blackbot nutzt das mal wieder. Kommt nicht zu nah an dem. Ich bitte euch.
sofort so. So. Oh Gott. Das war fies. Einheit verloren. Ja. Wow. Mist, ich wollte ein Spielchen mit euch machen. So. So, der muss noch platt gemacht werden. Wenn wir die IBG besiegt und den Kontinent aus ihrem Würgegriff befreit haben, können wir die Früchte unserer Arbeit ernten. Ich finde schon einen Weg. Natürlich. So, das müssen wir auf jeden Fall zerstören. Unsere Basis steht unter Beschuss. So. Erstmal einen Sicherheitsbulldozer bauen. Warum wir gerade auf der Strom waren? Keine Ahnung. Unser Scud-Sturm ist bereit, General. Ach komm. Scud-Sturm ist bereit. Das sieht jetzt auch mal noch als grünes Gebäude. Ich verstehe es nicht. Was brauchen Sie? Gehen wir. Einheit verloren. So. Ich bitte euch. Was ist das eigentlich nochmal? Eine Kaserne, okay. Ich komme durch. Obwohl, nee, warte mal kurz. Bevor es hier weitergeht. Dann bestimmt hier gleich sich sprengen und das alles. Ich kenne die doch, die Experten. Alles klar. Es dauert nicht lange. Moment. Einer ist verloren. Mich hilft nichts. Ich finde schon einen Weg. Raketen in Sicherheit. Straßen und so. Komm schon. Das ist ein Ranger. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Ich höre. Was braucht? Komm schon. So. Waffenfabrik benötigen wir. Nachschublager benötigen wir. Okay, dann war leider alles zerstört. Nachschublager. Tschü. Na komm, hier kannst du erobern. Das war's. Die WA-Basis hat keinen Strom. Legen wir sie in Schutt und Asche. Ich bin groß. Oh, Schutt und Asche ist ja böse. So, wie sieht's hier aus? Nachschublager gebaut? Ja. Yep. Dann Waffenfabrik. Manchmal erkenne ich echt nicht, warum der nicht schießen kann. Also Gatling kommen in die Reichweite, das ist interessant. So, dann werden wir erstmal die Leute hier befreien. Sonst noch was? Hallo.
Ups, sorry. Ja, jetzt sind sie gut auch immer. Wo brauchen Sie mich? Ich brauche ein Fahrzeug. Schon besser. Besorgen Sie mir ein Fahrzeug. Also Stufe 2 müsste reichen. Ich habe Erfahrung. Besorgen Sie mir ein Fahrzeug. Ich habe Erfahrung. So. Schon besser. Gebaut. Strategiezentrum. Das geht nicht. Nee, warum nicht? So. Blackboard. Hier haben wir auch noch Gegner. Alles klar? Nein, du gehst hier nicht hin. So, ich könnte erstmal das zerstören. Oha. Kommen sie ordentlich an Damage ab. Scharfschütze drin. Ist ja mal interessant. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Manchmal muss man auch Fliegen mit sowas töten. Bevor die mir entweichen. So. So. Bringt mir natürlich nichts, weil ich die Grundzutat dazu nicht habe. Und dann würde ich sagen... Buttige Kanone. Und wenn wir die fertig gebaut haben, dann machen wir den letzten Angriff. Finde ich auch herrlich, dass die Punkte wirklich noch grün sind. Upgrade verfügbar. Der Bombardement kann schon ordentlich hier von der Reichweite sein. So, Spezialeinheit bauen. Spezialeinheit bauen. Okay. Upgrade verfügbar. Haben wir von allen auch die Spezialeinheit nochmal gebaut. Ah, das ist das Größte, ist jetzt, ist eigentlich nur rumgespielt jetzt von mir. Spezialausbildung abgeschlossen, Sir. Auf in den Kampf. Wir sehen uns schon. Ist das der Infiltrator? Was war Gott? Der konnte genau Heckenschützenangriff durchführen. Also panzerbrechende Munition. Wie gesagt, die Stellung, wo Leute drin waren, war geil gewesen. Sonst nichts gebracht. Ja. Das Strategiezentrum, obwohl die haben ja keinen Strom, war. Kann das Strategiezentrum ja glaube ich auch nicht angreifen, wenn sie Bombardement haben. Und zerstört. Ja, und da konnte der asiatische Pakt sich doch seine Gebiete doch ein bisschen erweitern. Millionen glücklicher Menschen haben heute den siegreichen Truppen des asiatischen Paktes zugejubelt. Die überlebenden IBG-Führer werden in Kürze vor Gericht gestellt. Nun, da die WA in ihre Schranken gewiesen wurde, blickt die Welt auf die Stärke des asiatischen Paktes. Morgen eröffnet unser Präsident das erste Treffen der Eurasischen Einheitspartei. Ein großer Tag für uns alle. Die Eurasische Einheitspartei. Ja, ich glaube, das wäre dann eigentlich auch die Grundzutat gewesen für General 2, aber das ist ja jetzt was anderes, wa? Kampagne beenden, damit haben wir eigentlich die Kampagne auch damit beendet. Haben wir alle drei durchgespielt, damit wäre Generals vorbei. Was noch möglich wäre, wäre, wenn man Einzelspielermodus geht, die Herausforderung. Da wählt man am Anfang einen General und muss dann gegen andere Generäle kämpfen.
Die kann man wählen, deine Armee. Ja, ich sag mal, sofern. Das ist. Also, es ist am Anfang ein bisschen schwerer am Anfang der Mission, aber dann relativ simpel, weil der Gegner immer mit denselben Einheiten ankommt und dieselben Angriffe führt. Das ist jetzt nicht so das große Problem. So kann ich auch schon mal so viel spoilern. Wenn man einen nimmt, muss man, wie gesagt, gegen alle anderen kämpfen, die noch übrig sind, gegen die 8 anderen. Und zum Schluss kämpft man gegen General Lee, eine asiatische, hier sieht man hier überall, hier ist ja das Interessante, 4-Sterne-General, die wird auch nochmal gezeigt, General der Klasse AAA. Und es ist dann sozusagen 5-Sterne-General oder hier die Rang nicht verfügbar, unbekannt, nicht verfügbar. Jedenfalls wäre es dann sozusagen 4-mal A-Klasse. Also höchster General. Und der hat, also die General Lee, ist eine Frau davon abgesehen, hat die, ja, alle Einheiten und alle Superwaffen zur Verfügung. Und sogar das Interessante ist, dass manche Upgrades einheitenübergreifend sind oder parteienübergreifend sind. Also ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, der Modus, nur. Wie gesagt, ja, meistens sitzt man da schon ein bisschen dran, weil man erstmal seine Basis aufbaut und die Verteidigung dementsprechend aufbaut. Und dann muss man halt gegen die riesige Basis des Gegners antreten. Ist. Ja, ich finde es ist mal was anderes gewesen auf jeden Fall. Hat zwar auch Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist jetzt zum Let's Play jetzt nicht interessant genug. Also das ist dann immer nur ein bisschen Einheitsbrei. Ja, wie gesagt, General ist vorbei, Zero Hour damit auch vorbei. Ein Fazit wäre ja ganz praktisch. Kann man die Credits laufen lassen? Nee. Aber egal, doch mitwirken. Wenn jetzt nicht abstürzen wird. Doch. Gehen wir in die Credits rein. In der Zwischenzeit haben wir die auch nochmal. Wie ihr seht, EA. Ja. Und das ist, glaube ich, das erste, wo Westwood kein, nicht mal ansatzweise noch irgendwie, also das erste Command and Conquer Spiel, wo Westwood kein Mitspracherecht mehr hatte. Also Westwood war ja für die ersten beiden C&C-Teile, beziehungsweise für Command and Conquer 1, Tiberium-Konflikt und für Alarmstufe Rot zuständig. Und ab Tiberium Sun wurde er erst von EA eingekauft, wobei Westwood da noch, ja, wie gesagt, großer Developer war, also Entwickler, und dann anschließend da nichts mehr von denen kam. Klar, bei den Tiberium-Teilen war immer noch der Kane da. Falls ihr das nicht wisst, der Darsteller, das Kane, der ist auch gleichzeitig der Regisseur von den Film. Also der ist Westwood angestellt und gilt eigentlich als, ja, wie heißt er, der Videoregisseur, wie auch immer. Der ist für die ganze Videoabteilung dafür zuständig. Und der wurde dann halt weiterhin für die Rolle übernommen, wobei ich nicht glaube, dass er weiterhin noch die Position, die er bei Westwood hatte, dort innen hat. Ja, generell war damit auch die dritte. Ja, das dritte Universum, was damit erschaffen wurde bei Command Conquer, nachdem, wie gesagt, das Tiberium-Universum und das Alarmstufe Rot-Universum erschaffen wurde, wurde mit Generäle einen komplett anderen Weg gelaufen. Wie gesagt, damals dann die neue Grafik-Engine eingesetzt. Hat es auch ganz gut getan. Wir haben gesehen, die Missionen sind nicht wirklich allzu schwer. Hier bei Zero Hour noch ein bisschen komplizierter, aber sonst sind sie nicht wirklich so schwer. Ja, hat seinen typischen Command and Conquer Charme, also dieses typische Überdrehtheit, die es mal hat. Man muss halt, entweder man steht drauf oder man steht nicht drauf, ist nun mal so. Und ja, also Generals, wie gesagt, jetzt kommt ja der Nachfolger, Anführungszeichen, dieses General 2, dann Command and Conquer. General Source, nee, nicht Source, Source, Quatsch, Frostbite wurde ja auch irgendwie mal genannt zwischendurch und dann jetzt heißt es nur Command and Conquer, ohne irgendwas dahinter, und auch Free to Play wurde es mal genannt, also es hat so viele Titel, aber soll ja erst mal im Generals Universum herrschen, später sollen noch irgendwie ja
andere Parteien kommen, wobei das dann wirklich sehr merkwürdig ist, wenn wir dann GDI gegen WA sehen, beziehungsweise Alarmstufe Rot, also die Sowjetunion gegen Asiatischer Pakt, das ist dann auch strange. Ja, da muss man drauf gefallen, also muss man gucken, wie es sich entwickelt. Also EA hatte schon viele Marken leider in den Boden ruiniert, vom Typ her. Aber das ist jetzt nicht Thematik, wie gesagt, Thematik ist jetzt The Generals. Leider ziemlich geschnitten in der deutschen Version und ich frage mich, warum hier auch nicht die Videos kamen. Also ich habe jetzt 10-Jahres-Edition und wie gesagt, auf Windows 7 läuft das nicht so prickelnd, leider. Aber es hat gelaufen, auch mit ein paar Abstürzen, aber es hat immerhin gelaufen. Ja, Vor- und Nachteile nochmal kurz. Man kann jetzt sagen, Asiatischer Pakt ist überpowered. Nee, im Multiplayer-Modus sieht man, dass es einigermaßen alles ziemlich ausbalanciert ist. Die Generäle wurden dann gut hinzugefügt. Also man hat da schon wirklich drauf geachtet. Man muss halt, wenn man jetzt zum Beispiel die WA nimmt oder den Asiatischen Pakt, da ist natürlich weniger strategisches Wissen hinter, was man da versucht. Da bei der IBG ist natürlich, der war schon vorbei. Bei der IBG ist natürlich da wesentlich mehr strategisches Wissen oder Vorgehensweise gut, weil die Einheiten sind immer schwächer und aber preiswerter, ist ja klar. Und ja, das müsste man halt herausfinden. Also die sind relativ gut ausbalanciert. Da sollte man nicht diskutieren müssen. Ja, die Grafik, wie gesagt, auch immer interessant. Dieses Konflikt war ja damals, wie gesagt, 2003 rausgekommen, hat sich dann angelegt bezüglich den aktuellen Ereignissen, soll aber nicht auf der aktuellen Welt spielen, sondern auch in einem Universum für sich. Deswegen auch die Einheiten mehr oder weniger. Ich weiß nicht, dass die Asiaten irgendwas sowas ist wie ein Overlord-Panzer überhaupt in, auch wenn das in der Zukunft spielt, davon abgesehen, aber überhaupt irgendwie in Testphase haben. Aber der Overlord hat, ist nun mal so ein Äquivalent des Mammuts und jedes Command & Conquer Spiel braucht eigentlich einen Mammutpanzer. Und da will ich nicht diesen abgedrünnigten Mammutpanzer bei Tiberium Sun reden. Die Mammut MK2, das war ja wohl die größte Blamage, die es gab damals. Der war kacke. Alle sagt jeder, der war kacke. Okay, Soundtrack, ja. Bei der IBG hat es eben diese orientalische Musik gespielt, beim Asiatischen mehr so eine asiatische Musik, ist ja klar, und mehr im VR natürlich diese typische westliche Musik, leichte Pop-Rock-Songs. Nicht so stimmig wie die Tiberium Sun oder die Red Alert Musik, finde ich persönlich. Der Hellmarsch von Alarmstufe Rot einfach genial, den es leider hier nicht in dieser Art Ausführung gibt. Videos gab es eigentlich bei Zero Hour schon, aber irgendwie ja, hat es wie gesagt nicht geklappt. Wurde halt als großer Kritikpunkt bei normalen Generals betrachtet und haben sie eben hinzugefügt wieder. Ja, also ich kann da nicht zu groß weiter sagen. Es ist ein solides Strategiespiel, es macht auch Spaß. Ab heutiger Zeit gesehen würde ich fast behaupten, das ist manchmal ein bisschen zu einfach, obwohl heutige Zeit gesehen, zu einfach, ja, heutige Zeit sind die Spiele ja an sich zu einfach. Ja, es hat wie gesagt seinen typischen Charme, wobei man echt sagen muss, heutzutage nichts mehr groß Besonderes ist. Aber es war damals immer was Cooles und schade, dass es, ja, dass Command & Conquer mehr oder weniger wahrscheinlich keine weitere gute Chance mehr hat, irgendwie nochmal aufzuerstehen. Die damals schon Command & Conquer 4, Tiberium, Twilight, großer Schrott. Und ich will es mir anschauen bezüglich Free-to-Play oder normales Command & Conquer, was jetzt rauskommen wird. Ich würde es mir mal anschauen, vielleicht oder auch ein bisschen zocken damit, aber ich weiß halt nicht. EA wird nicht umsonst Free-to-Play machen und versuchen, Gewinne rauszuziehen. Und auch wenn sie jetzt momentan sagen, es soll jetzt kein Pay-to-Win sein, also eine Bezahlung, man bezahlt Geld und versucht und erschafft sich dadurch spielerische Vorteile gegenüber Leuten, die nichts bezahlt haben, sondern das soll laut denen rein kosmetische Effekte haben. Da glaube ich mal nicht, allein schon, wenn ich die Spiele sehe, die in letzter Zeit rausgekommen sind von EA.
Bei Deep Space 3 zum Beispiel, wo da wirklich Sachen sind, die von Anfang an das Spiel leichter gemacht werden, wobei das nicht unbedingt notwendig ist, aber na gut. Dann die Situation bei Sims City ist es ja, okay, da gibt es mehr so DLCs, was wirklich kosmetische Sache ist. Ja, das Hero Pack ist auch ein bisschen strange, aber wer will deine Stadt schon zerstören und sich wieder neu aufbauen irgendwie? Aber ich denke mal, das wird in Kürzen oder lang irgendwie doch ein DLC-Pack rauskommen, wo vielleicht dann doch die Stadtgröße erweitert wird. Wer weiß. Oder irgendwelche nützlichen Gebäude geben wird, die wesentlich mehr Produktion bringen. Das wurde jetzt vielleicht am Anfang nicht gemacht, aber ich denke mal, die SimCity-Crew wird weitergemerken und da, ja, da werden die sich nicht lumpen lassen. Aber gut, das ist auch ein Solo-Game. Das muss man betrachten. Abgesehen davon, dass das Spiel schon ziemlich teuer ist. Aber na gut. Ja. Deswegen leider die Vermutung, dass Command and Conquer, aka General 2, wie es am Anfang gedacht wurde, wahrscheinlich nicht so sehr gut ankommen wird. Auch wenn es von BioWare produziert wird. Müdigkeit schlägt ein bisschen zu. Ja, mehr will ich jetzt auch nicht dazu sagen. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, wie euch das Spiel gefallen habt, hat, wie ihr die Spielerfahrung gemacht habt. Das würde mich noch interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.